Hallo. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Aus unserem ersten richtigen Tag. Aus unserem ersten richtigen Tag. Das habe ich auch gemerkt. Das Ding ist noch aufhinden. Ja, das müssen wir noch zumachen. Okay, mache ich sofort. Von unserem richtigen ersten Tag aus so San Francisco. Und guckt mal bitte diesen Ausblick aus unserem Fenster an. Geil, Omar 3000. Ja, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Hast du meine Katze gestreichelt? Ja. Das klingt falsch. ich meine das. Wir machen uns jetzt auf den Weg und das ist jetzt für mich hier auch mal Premiere. Ich war nämlich noch nie in San Francisco. Sprich, jetzt bin ich auch komplett ohne Plan und ohne Orientierung und ohne was auch immer. Und wir werden jetzt mal die Stadt erkunden wollen. Sie. Wir haben jetzt 3 komplette Tage hier, also heute, morgen und übermorgen. Montag, Donnerstag. genau, und heute gehen wir so in die Innenstadt von San Francisco. Morgen wollen wir noch mal ein bisschen mit dem Auto fahren. Und übermorgen dann so Golden Gate Bridge und so. Gell? Ja. Ja. Okay, wir haben die. Ja, San Francisco rechts. Ja. Moment. So, wir haben jetzt die erste Hürde gemeistert und haben an dieser Bart. Station geparkt und fahren jetzt mit dieser Bahn in eine Richtung und hoffen, dass es die richtige ist. Bitte. Sieht gut aus. Ja? Okay, gut. Ja, also wir sind jetzt hier in so einer komischen Bahn und hier sieht es einfach richtig geil aus, wenn man rauskommt. Voll cool. Die Scheiben sind zwar jetzt nicht ganz so ultra geil, aber ihr könnt ein bisschen was sehen und da hinten ist halt überall mehr. Aber das werdet ihr auf jeden Fall doch mal sehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir fahren jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum ersten Mal hier in Amerika. Ganz schön aufregend. So, schaut mal, wo wir gerade sind. Das sieht mega geil aus. Wir sind mittlerweile aus dem Bad ausgestiegen und machen uns nun auf den Weg zur Corner Bakery, weil wir da unbedingt mal hin wollten und frühstücken wollen, weil wir noch nichts gegessen haben. Und laufen jetzt gerade hier durch so ein Finanzdistrikt. Guckt euch das mal, diese Riesenhäuser. Und danach gucken wir uns hier mal den ganzen Rest an. Auf jeden Fall fahren hier schon die ganze Zeit diese Dinger und hängen alle an dem Stromnetz da oben. Und ich habe Hunger. Ja. Corner Bakery gefunden. Sieht geil aus. Frühstück. Also wir sind jetzt wie gesagt in der Corner Bakery. Wir haben beide Panini. Ich habe Club Panini. Und welches hast du? Chicken Pomodori. Guten. Hauptsache hier ist einfach ein Museum of Ice Cream. Man kennt es. Ja. So, wir sind jetzt übrigens auf Erkundungstour und laufen. Wo laufen wir hin? Ich habe keine Ahnung, du bist die Mapperfrau. Auf der Mappe. Auf der Mappe. Auf der Mappe? Ja, so ein Punkt markiert mit Cablecast. Da laufen wir mal hin und dann laufen wir zum Union Square. Okay, das tun wir. Übrigens, wenn wir gerade mal hier so am Quatschen sind, danke für eure ganzen lieben Kommentare zu den Amerika-Vlogs. Ich lese sie mit ganz viel Vergnügen. Ich antworte zwar meist immer erst so einen Tag später oder so, aufgrund der Zeitverschiebung, aber ich lese alle und kommentiere auch fleißig und wollte mich einfach mal für eure Kommentare bedanken, weil ihr sehr süß seid. Und weißt du, was auch krass ist? Ich habe einfach, das habe ich gar nicht gesagt, ich habe heute die 25.000 Abonnenten geknackt auf meinem Hauptkanal. Geil oder geil? Geil. Dann kam gerade der 888. Vlog online, in dem ich einfach mein YouTube-Jubiläum hatte. Es ist crazy. Crazy. Ja, also danke einmal für alles. So, hier fährt das Cable Car. Cable Car, world famous Cable Car.
und da fährt's dann hoch. Den Berg. Das Kabelkorb. San Francisco. Hier ist dein Herz. Komm, dieses Herz schicke ich dir. Jetzt folgt ein steiler Anstieg. Und wer ist dieser Mann auf der Straße? Da. Hä, ich habe dich gesucht. Auf dem Weg nach oben. Das Kabelcar. Gott, ist das steil hier. Ja, das ist echt steil. Für unser Anstieg da Hollywood. Oh ja. Ja, ich habe wieder meine Axt an für alle, die es kommentieren wollen. Ja, ich bin ein Opfer. Ja, es ist mir egal. Und nein, es ist nicht voll warm. An den Füßen ist es angenehm und bequem. Oh Gott, aber der Berg ist echt steil, scheiße. Man kann einfach nicht mal bis ganz runter gucken. Halleluja. Und jetzt geht's einfach den ganzen Berg wieder runter. Richtig sinnlos. Aber okay, wir treiben ein bisschen Sport. Mein Puls ist bei 110. Läuft. Gestern saßen wir nur im Auto, heute kommen wir. Genau, heute machen wir Sport, damit wir die 12 Stunden Autofahrt von gestern ausgleichen können. Gel. Und diese Berge sind echt ein bisschen krass. Aber ich behaupte jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass das in der Kamera nicht ansatzweise so rüberkommt wie in echt. Schaut mal, was man da sieht vorne. The Meer. Schön, da laufen wir jetzt hin. Ich freue mich. The Meer. Oh. The Bus. Hinter The Bus ist The Meer. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Wo laufen wir jetzt hin? Herr Reiseführer. Street. So, das ist die besagte Straße. Wo ist denn jetzt das Straßenschild hin? Hey, bin ich blöd? Ich hab's doch gerade noch gesehen. Da. Wo? Da. Ah, da. Da. Und besagte Straße ist diese. Ja. Und die geht erstmal wieder 7 Jahre hoch. Da freue ich mich schon. Und dann, seht ihr das? Mein Gott, das ist wirklich wieder so warm. Ist die da oben so zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack. Das erinnert mich gerade irgendwie an Tribute von Panem. Tick, zack, tick, zack. Zick, zack. Und da geht's jetzt gleich hoch. Einen steilen Berg haben wir schon geschafft. Sieht einfach original nicht steil aus. Ist es aber. Und da geht's jetzt noch hoch. Boah, es ist so verrückt, dass einfach diese Autos hier stehen bleiben können. Ich halte mal die Kamera ganz gerade, dann seht ihr vielleicht den Winkel. Halte ich die Kamera gerade? Glaube. Soll ich meine Wasserwaage rausholen? Ja, hol mal bitte deine Wasserwaage raus. Boah, das ist so anstrengend, hier hochzulaufen. Halleluja. Gott, oh Gott. Krasser Scheiß. Wenn jetzt irgendein Auto so angestupst wird, kullern die alle so runter. Jo. Kann passieren. Was ist denn hier los? Das muss ich auch haben. Lol. Das will ich auch. Crazy. Guckt euch einfach mal die Straße an. Und hier sind wir jetzt gerade hochgekommen. Voll gern zoomt hin. Boah, das ist echt herbe. Was bitte sind das da für coole Autos, diese kleinen? Ich will das auch haben. Können wir uns auch so ein Auto holen, oder? Cool. Cool. Okay, wir gehen die Straße hoch und dann rechts runter. Okay. Voll geil. Ja, ne? Ich will das auch. Das ist so ein Autoscooter. Ja. So. Dann werden wir jetzt noch diesen Berg hier besteigen. Das sind jetzt einfach mal ganz viele Treppen. Ja, ob es das besser macht, ist die Frage. Aber immerhin im Schatten. Puh. Ja, okay, das geht. Was eine crazy Straße. Was eine Aussicht. Halleluja. Okay, wir sind jetzt ganz oben. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Oh mein Gott. Krass. Und jetzt gehen wir weiter. Hier lang.
Da, runter wieder, natürlich. Wofür sind wir hochgelaufen? Damit wir wieder runtergehen können. Klasse. So, bon. Mach einen Daumen hoch. So, bon. Und schaut mal, wo wir jetzt hinlaufen. Da ist Meer. Da ist Meer. Und da laufen wir jetzt hin zu diesem Meer. Wuhu. Oh Gott. Runter ist auch ziemlich anstrengend, haben wir festgestellt. Ja. Oh. Dieser Vlog besteht aus, oh mein Gott, ist das anstrengend, dieser Berg. Oh mein Gott, scheiße. Ah, Hilfe, anstrengend. Alter, was sind das hier für Huckel? Halleluja. Oh, wie schön. Und schaut mal, was wir jetzt gefunden haben. Die Golden Gate Bridge. Bridge, aka Bridge. Hehe, geil. Ich wollte euch nur noch mal kurz den Winkel zeigen, in dem die Autos hier stehen. Ich versuche, meine Kamera recht gerade zu halten. So steil. So, hier sind wir jetzt Fisherman's Wharf. Und wir gehen zum Wasser. Oh Gott, da war eine Stufe. Halleluja. Was passiert denn hier? Man weiß es nicht. Und hier war gerade einfach einer, der hat den Boden für jemanden gefegt. Ja. Hilfe. Oh, nicht mit mir reden, oh mein Gott, nicht mit mir reden. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich führe keine Gespräche mit fremden Menschen. Oh mein Gott. Wir sind am Wasser und wir können die Golden Gate Bridge sehen. Oh, wer ist denn hier? Oh. Nice. Oh, geil. Aber geil. Oh, wie cool. Gut, dass ich den Puschel auf dem Mikro habe. Was? Oder willst du dich hier hinsetzen? Können Sie auch hier hinsetzen, ins Wasser. Oh. So, hier laufen wir gerade übrigens lang. Und laufen jetzt Richtung Pier 39. Münzen? Ja! Du Cable Car, please don't drive over me. Penny, Penny, Penny Machine. Ja. Jawohl. Wupp, wupp. Was haben wir denn hier gefunden? Hab ich doch gerade so ein bisschen. So. Hast du noch genug Geld? Und der wird? Jetzt aber. Wuhu. Mit Broken Nail, ey, was los? Oh, wie schimmert, das war ein richtig geiler Penny. Jo, stimmt. Geil. Na? Sind wir im Paradies? Hier ist deine Chocolate Sea Salt Caramel. Oh, geil. Yummy. Hallo, Laura. Hallo. Hallo, Ibans. Guck mal, hier ist noch ein Wind. Wir sind am Pier 39 und ich trinke ein Snapple Ice Tea. Cool, also für alle, die es interessiert hat, was ich hier trinke, Snapple. Oh ja. Ja, können wir? Ja. Hier ist schön, es ist gerade voll sonnig. Oh, möchtest du etwas auf dem Greenscreen aufnehmen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Na gut. Japs. Dann werden wir nun pausieren. Haben wir es ja bald geschafft. Ja. Von da hinten nach hier. Und da hinten haben wir angefangen heute. Und da hinten ist Alcatraz, was man nicht sieht. Kennt ihr eigentlich noch das Waco-Lied mit den 50 States? Falls ja, seht ihr da Clamshaw, oder? Falls nein, vielleicht singen wir es euch irgendwann noch einmal vor. Ich sage nur so viel. They have wonderful Clamshaw, oder? Sacramento, California, Oklahoma in the city. Echt? Ja, kann sein. Oh, man sieht voll, wie ich vlogge in meiner Brille. Also, das Lied solltet ihr auf jeden Fall kennen. Elvis used to hang out there a lot, you know. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich in Las Vegas von so einem Boy angemacht wurde? Der hat mich angeguckt und hat gesagt, hey Baby, how you doing?
Völlig random. Hey Baby. Hey Baby. How you doing? Oh, es ist gerade richtig schön warm im Rücken. Geil, Lon. Boah, meine Brille spiegelt ja mega. Hauptsache, der macht einfach schon automatisch Hintergrundmusik für meinen Vlog. Hier ist schon wieder dieses Bubblegum Shrimp. So wie am Santa Monica Pier. Und irgendwo haben wir das auch noch gesehen in Las Vegas, ja, ne? Kann sein, ja. Das gibt's auch überall. Alcatraz Gift Shop. Hier kannst du dein Money changen. Ja. Sieht süß aus hier. Sieht aus wie am Santa Monica Pier. Wo ist Laura? 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 Festgesteckt. Oh, wo? Hier hinter den Leuten. Oh. Ich dachte im Boden. Nee. Oh, guck mal, das sieht auch geil aus, der Laden da. Ja. Willst du mal gucken hier? Ja. Was ist denn hier? Ah. Oh, Polizei. Ist fast verhaftet worden. Boah, ja, Mann. Ja, Mann. Jelly Bean. Oh, guck mal, Dr. Pepper Jelly Beans. Geil. Boah, es riecht mega lecker hier. Oh mein Gott. Hier bleibe ich. Hier läuft der nicht. Oh, die Jacke ist cool. Was ist hier? Ich gebe Laura einen Korb. Laura, du hast soeben einen Korb von mir bekommen. Tut mir leid. Jetzt kriegst du Liebe von mir. Hier, bitteschön, das ist meine Liebe für dies. Bitte schön, liebst du mich zurück? Ja. Danke. Oh ja, ich sehe nur nichts ohne Sonnenbrille. Geilon. Er schon wieder. Ja, mit seinem elektrischen Brett. Okay. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auf dem Schiff. Ja, irgendwie schon. Das sieht voll geil aus hier. Voll, da ist Alcatraz. Alcatraz. Und da ist die Golden Gate Bridge. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Bridge. Hey. Leute, ich drehe durch. Wir laufen hier gerade so lange und dann stand da so ein Schild Sea Lions. Und ich so, oh, kann man hier Sea Lions sehen? Und dann sind wir einfach da zum Sea Lion Center gegangen. Und da war einfach nur so eine Info. Und dann sind wir weitergegangen, wollten halt wieder gehen. Und dann höre ich so, arr, arr, arr. Und jetzt guckt mal. Guckt euch das mal an, was ich gefunden habe. Oh mein Gott, ist das cool. Wie geil ist das denn? Arr, arr, arr. Ich fühle mich denen sehr verbunden. Wie geil. Oh, hätte ich die jetzt nicht quatschen gehört, dann hätten wir die niemals gesehen. Oh, wie cool. Guckt euch das mal an, wie geil. Ja, bitte. Ich glaube, die wollen mit mir kommunizieren. Eindeutig. Nee, da schwimmt einer. Oh mein Gott. Hallo. Hey, look at this little guy. Was ein Leben.
Ich bin fasziniert. Das gefällt mir. Wie sie einfach chillen. Oh, oh. Könnt den ganzen Tag. Oh, wow. Könnt den ganzen Tag hier chillen. Oh, das Bitchfight. Wir können das machen. Bitchfight. Guck mal, die da. Guck mal, er hier. Ja. Der da vorne. Krass. Boah, wie es jetzt wackelt vom Schiff. Krass, voll die geile Schaukel. Geil, ey. Leute, ich weine. Wir haben nur eine Gabel. Oh, eine Gabel. Keine Ahnung. Das kriegen wir schon hin. Guckt euch das an. Animal Fries. Wir sind bei In-N-Out. Double Burger. Normaler Cheeseburger. Oh mein Gott, ich weine. Ich freue mich so auf das Essen. Geil. Okay, falls Laura es aufkriegt, gibt es Nachtisch. Von Crispy Cream Donuts oder wie auch immer die heißen. Wir haben Chocolate. Iced with cream filling und ich habe einen Cinnamon Apple Filled. Ja, gönn dir. Es gibt doch diese Instagram-Bilder, wo man sich so Sachen auf die Lippen klebt. Und dann so sexy Bilder macht. Kann ich auch, wenn ich einen Donut esse. Wir fahren einfach den Straßen. Oh. Das ist auf hier rechts. Ja, ja. Wir fahren jetzt übrigens zu den Bergen. Und es ist so crazy hier zu fahren. Laura sagt, sie fühlt sich wie in einer startenden Rakete, weil wir so sitzen. So in den Sitz gedrückt halt. Von dem 90-Grad-Winkel Bergen hier. Wir sind jetzt auf den Twin Peaks. Unterwegs. Fahren die Serpentinen. Ah, guck, hier sind auch noch Parkplätze. Wir besteigen Peak 1. Ne, das finde ich nicht so schlimm. Wie die Straßen in San Francisco drinne. Das geht ja voll klar hier hoch. Boah, aber es ist richtig windig und richtig kalt hier oben. Puh. Circa so. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay, Leute. Seid ihr bereit? Wir fangen hier an. Oh Gott. Mega geil. Und da, wo die Hochhäuser sind, ist die Stadt, wo wir heute durchgelaufen sind. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört mich trotz des Windes. Da ist die Sonne. Hey, wo sitzen die denn da drin? Was ist das? Ich glaube, das ist ein Ja, die sitzen einfach hier in den Stein. Das ist Peak 2. Oh Gott, ist das kalt. Oh Gott. Kalt? Und absteigen. Hauptsache, wir haben einfach diese Fahrt mit dem Auto hier hoch überlebt, diese Serpentine. Und dann steht Laura hier und sagt, sie hat Angst, runterzufallen. Im Stehen. Man kennt es. Oh, das ist so windig. Halleluja. Es ist so krass, wie da dieser Freeway einfach ist. Ja. Und der spaltet da einfach so diese Häuser. Diese Stadt. Da ist da einfach dann mal so diese Straße zwischendrin. Verrückt. Oh, ich kann nicht viel beim Treppen. Oh, San Francisco. Ja. Die Aussicht finde ich sogar noch schöner als von L.A. Ja. Oh, wenn meine Scheibe nicht so dreckig wäre. Mach sie runter. Schön. Das ist echt so schön. Wie die Sonne.
Das ist übrigens unser Haus. Unser Haus, welches wir gekauft haben von unserem Geld. Scherz. Wir haben es nur gemietet und auch nicht das Haus, sondern nur eine Wohnung. Warum? Wer bin ich, dass gerade ich in deinem Herz bin? Warum? Wer bin ich, dass gerade ich die eine bin, die du liebst? Warum? Wer das Lied kennt, schreibt es in die Kommentare. It's a bit old, but you can know it. Here we are, Helge. Na, 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 na. Weil ich Lust hab. Hast du ein Problem damit? Ja, sowas will kein Mensch sehen. Dann geh doch. Ja. Ist doch klar. Musst du den Vlog gucken? Ja. Dann hast du Pech, dann musst du die Sequenz überspringen. Guck hier. Bam. Jetzt filme ich einfach nur dich die ganze Zeit. Ja, mach's auch. Was ist denn für eine Sturmfrisur eigentlich? Von der Windy Peaks. Mhm. Hast du noch was zu sagen? Ja. Stinkt's? Mhm. Ich beende jetzt L-Vlogo. Oha, wie das aussieht mit diesen Schatten. Also, wir sehen uns morgen wieder zu Tag 2 in San Francisco. Laura? Von wem? Im Schrank? Ich kann doch auch nicht erkennen, was das ist. Aber das ist bestimmt ihre Abstellkammer. Aber hier ist auch Coffee and Tea. Und da sind Becher drin. Man kann es nicht sehen. Man kann es mir dann hingeben oder mal. Dann leuchtet es mal. Ich wollte eigentlich, dass du noch ein abschließendes Wort sagst. Och, komm schon. Wie mache ich hier? Was bist denn jetzt so? Wie mache ich denn hier? Von oben, von oben, von oben. Von rechts oben. Was suchst du denn überhaupt? Wieso? Sag jetzt ein abschließendes Wort. Hier ist nämlich eine Heizung, sollen wir die Heizung anmachen? Tschüss.